Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen ja Overwatch, was ich ja voll auf Facebook und all dem möglichen Shit, den es an sozialen Netzwerken gibt und wo ich auch bin, angekündigt habe und so weiter. Und endlich heute, meine lieben Freunde, ist es draußen, auch wenn ihr das Video erst jetzt guckt. Ich meine dann noch mit gestern. Aber ich spiele jetzt schön am Dings, am Release-Tag. Zwar erst nach 20 Uhr, aber ist ja scheißegal. Ich wollte für euch noch eine Folge aufnehmen. Und ja, ich habe ja bis zur Open Beta gezockt, ich habe ja in der Open Beta bis Level 17 gezockt oder 15 oder was das war. Hat mir unnormal gefallen, das Game, auch schon vorher, habe es mir dann jetzt bestellt und habe ja groß angekündigt, dass ich daraus ein Projekt machen will. Und ja, ich gehe direkt in eine Runde rein. Ich war zwar nie der Shooter-Typ oder sowas, bin auch richtig schlecht in sowas, aber keine Ahnung, dieser Shooter hat mir einfach so dermaßen geil gefallen, dass ich einfach zocken wollte, so. Keine Ahnung, hat mir richtig gefallen. So, wir sind jetzt hier in King's Crow. Richtig geil. Also, die Maps sind unnormal geil. So, was ist denn mit Pharah? Ich würde Pharah zocken. Dann haben wir aber keine Tanks. Und ich will keinen Tank spielen. Ich kann keinen Tank. Ich spiele einfach mit dem. Scheiß auf Tank, Alter. So, dann beschützt du mal die Unschuldigen. Wir fangen jetzt einfach mal an hier, meine lieben Freunde. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen warten. Pharah kann ich so ein bisschen erklären. Das Geile ist, was ich halt so richtig cool finde, ist, dass wir mit der Leertaste, wenn wir die gedrückt halten, schweben können für eine kurze Zeit. Halt richtig geil. Dann können wir mit Alt, was bei euch Shift ist, habe ich nämlich geändert, weil ich finde dieses, ich komme mit dieser Tastenkombination nicht klar, wenn ich meine Finger so krüppelig machen muss, wenn ich Shift und WASD und sowas. Und ja, mit Alt habe ich so einen Megasprung. Und dann kann ich auch mit der Leertaste oben bleiben und dann kann ich ein bisschen rumballern. Hier so bam, bam, bam. Das sind unsere eigenen, ja, Kanonen. Und dann haben wir noch eine E, die halt Abklingzeit hat, 11 Sekunden. Und ja, können wir auch draufballern. Und jetzt würde ich sagen, auf geht's. Erste Runde, go, Leute. Wow, und ich bin fast tot. Alter Schwede. Ich bin fast down, Alter. Ich bin fast down, Leute. Ich muss hier rein. Ich habe nur noch 50 Leben, ey. So, das war ja ganz schön knapp, was ich da gemacht habe. Das war jetzt nicht so geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, mal hier, wo wir Gegner finden. Boah, what the fuck? Alter Schwede. Ich weiß genau, dass hier einer ist. Komm, gib mal hier was zu leben. Das ist ja für mich gerade hier so eine Bad-Runde, würde ich sagen, ne? Alles klar. So. Da. Ich guck mal, ob wir hier irgendwas haben. Hier kann man ein bisschen so rumjiggern. Ah, scheiße. Eliminiert, da habe ich die nicht gesehen. Ah, jetzt geht aber schon los, jetzt geht's los. Erster Tod hier, meine lieben Freunde. Aber ich habe den auch überhaupt nicht gesehen oder so, ne? Aber gar nichts. Ja, komm hier, los geht's. Wir ballern die weg, hoffe ich. So, wir greifen das gerade an. Und es scheint so, als ob ich wirklich der Schlechteste gerade bin. Ich baller einfach mal hier drauf. Haben wir hier noch irgendwas? Einfach mal draufballern. Das hilft immer. Draufballern. Draufballern. Oh, da ist noch einer. So, jetzt haben wir ein bisschen Rüstung bekommen. Jawohl, eliminiert den Hegel. Boah, fetter Scheiß. Boah. Halfter Schwede. Alter Schwede, das war jetzt ein bisschen heftig, aber wir haben es geschafft, Leute. Das war ein geiler Kill, fand ich. So, das Geile ist, wir können schön von fern ab angreifen, schön alles kaputtballern. Ja, Leute, wenn wir schon die... Wir müssen die auch... Leute, wir müssen die auch bewegen, die Fracht. Wir Schlauköpfe. Warte mal. Nein, brauche ich nicht. Ich meine, hier. Kommt mit, ihr müsst mir ja helfen, damit das schnell, damit das Ding schneller hier abgeht. Weil ich glaube, die checken das noch nicht. Ein Geschütz. Gut, Minimap ist gerade. Ich sehe gerade nichts. Holt da Dingen rein. Okay, lauf, 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 lauf. Bam! Weg, da ist er. Bababouts. Einfach mal da reinballern. Mal gucken, vielleicht man trifft man ja. Jawohl, ich habe Ulti. Ah, fuck. So, jetzt aufpassen. Die können jetzt von ein paar Seiten mehr kommen. So. Ein bisschen concentrated sein hier.
Jawohl, der hat die Ulti geballert. Das müsste eigentlich eine Runde, der Sieg für uns sein. Los, 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 los. So, mehr Bewegung. Da, 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 da. Oh, immer da schon reinballern. Hoho! Nein, 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 Freunde. Da ist noch einer. Bam, da ist der nächste. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Dididin, dididin, dididin. So. Komm, wir müssen mal langsam hier jetzt Schicht im Schacht machen. Jawohl, das ist Ulti. Das ist schon mal fett. Ah, da oben steht ein Geschütz. Jawohl, Geschütz eliminiert. Und ich würde sagen, gibt es noch eine Heilung? Ah, ich bin wieder voll. Bam, da ist der nächste. 10 Killstreak, Leute. Jawohl, da ist schon der erste Sieg mit einer geilen Killstreak. Richtig geil, Leute. GG. Das war richtig gut. Geil, für die erste Runde muss ich sagen, geiler Scheiß. Aber heil, ja, der hat eine Dreierkill gemacht, glaube ich, war das. Fetten Dreierkill. Jetzt mit seiner Ulti haut er da fett einen rein. Ja. Das war richtig gut. Ja, richtig guter Kill. Ja gut, die standen halt richtig gut für die Ulti halt gerade, ne? So. Oh, wir alle sind da. Gut, dann gebe ich mir mal ein. Was hatten wir denn insgesamt? Ja, der ist... Ja gut, ich kann auch meinen weg... Ah gut, jetzt habe ich schon vergeben. Eigentlich hätte ich dem den geben sollen. War eigentlich eine gute Aktion von dem. Boah, 10 Eliminierungen. Direkt Level 2. Stufe 2 erreicht. Und eine Lootbox erhalten. Geil! Die machen wir aber später auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt ins nächste Match. Und dann geht's auch schon wieder los. So, auf geht's ins nächste Match. Ich spiele nochmal eine Runde Pharah. Und in der nächsten Runde gucke ich mal, was ich spiele. Aber auf Pharah habe ich nochmal richtig Bock drauf. Bin am Überlegen, ob ich 20 oder 15 Minuten mache, aber ich glaube 20. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen gut, ein bisschen geil oder so für euch. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Runde Overwatch, meine lieben Friends and Friends and the Friends. So, 3 Sekunden, Leute. Unser Team hat keine Scharfschützen. Okay, das können wir ruhig ändern. F1 gedrückt halten. Nein, ich möchte H, um zu wechseln. Ach, Scharfschützen haben wir jetzt. Alles klar. Konstrukteure, das wäre jetzt so der Zwerg oder so. Aber ihn spiele ich auch auf jeden Fall. Den habe ich auch richtig gerne in der Beta gespielt. Und die Maps, die sind einfach so fucking geil, ne? Die sind einfach so episch gemacht. Ich feiere die richtig. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr jetzt seht. Ich schon. So, die kommen jetzt von hier. Aber wir können ja uns schon mal da einnisten, würde ich sagen, ne? So, da, die kommen hier. Da sind sie. Jeder lagert sich einfach schon mal hier hin. Ich gehe einfach mal hier so in den Baum. Also so in der Richtung von Baum, damit die uns nicht sehen. Und jetzt, meine lieben Freunde, 5 Sekunden und dann geht's los. 3, 2, 1. Babam, 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 babam. Boah, die haben mich direkt gesehen. Alter Schwede. Das war heftig. Oh oh. Oh. Boah, scheiße. Wo ist denn der eine? Jawohl. Bam, da haben wir sie. Nein, ich hab den nicht gesehen. Scheiße. Ah, aber das war ein nicer Kill. Dass ich die Olle da noch gekillt habe mit meiner E. Mit meiner E. Das hört sich ja an wie bei LOL, ey. So. Hoch, hoch, hoch. Hoch und runter. So, ich gehe mal hier hoch. Mit unserem Mega-Jump. Richtig geil. Genau deswegen feiere ich die, wegen diesen Jumps. So, dass man so richtig... Oh, fuck. Dass man so richtig schön allrounden kann mit der. Ist da irgendwas? Ah, der Tank.
Ah, aufpassen. Da ist auch eine. Oh, das ist Ulti von dem. So, einmal nachladen. Aber wo hat der schon Ulti her, Alter? So, ich baller einfach mal mit Dauerfeuer drauf. Irgendwie muss man da ja was regeln. Oh, die sind da mit 4 Leuten. Und bestimmt da oben raus. Hab ich so das Gefühl. Ja, die sind weg. Jawohl. Scheiße, scheiße, scheiße. So, aufpassen, da ist bestimmt nur einer. Aber das war ein guter Kill. Ich hol mir mal hier was zu heilen. Was zu heilen? Da, 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 da. Ah! So, nachladen, nachladen. Ich will so wenig wie möglich. Oh. Aufpassen. Der Hegel, der killt euch mit einem Headshot. LOL, hab ich gar nicht gesehen. What the hell? Habt ihr die gesehen? Ich glaube auch nicht, ne? Krass, ja, okay, die ist auch so. Ja, gut. Puh, nicer Scheiß, muss ich sagen. Das war gut. So, dann geht's wieder auf in den Kampf. So schnell umkämpft, wir müssen uns beeilen. Oh, aufpassen, nicht, dass der kommt hier. Kommt da jemand hoch? Das ist die Frage. Oh, aber da musst du aufpassen, wenn er den taktischen Visier aktiviert. Oh, da ist keiner. Ah, die ist da oben hingegangen, die Tracer. Oder Tracer war das, ne? Oh, schon wieder vergessen, ey. Aufpassen, wo ist sie? Jo. Wo bist du? Wo bist du? Schnell das Schild kaputt machen von dem. Aufpassen, das hier. Ja, jetzt habe ich auch mal meine Ulti. Da ist eine. Ich würde sagen Double Kill, oder Leute? Einen fetten Double. Bam. Das war doch was. Fetter Shit. Und noch ein. Bada boom, bada bang. Genau deswegen feiere ich die so. Jawohl. Jawohl. Da oben ist was. Da oben ist was, da oben ist was. Aufpassen. So. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie ja down da irgendwie. Jetzt aufpassen. Der Tank, der ist übel. Der hat ein fettes Schild. Das ist voll schwer down zu kriegen, dieses scheiß Schild. Das Schild ist richtig heftig. Und der Heiler, der ist auch. Der heilt richtig gut. Den die hat. Aufpassen, Scharfschütze irgendwo. Wo sind die denn? Wir müssen hier einen Scharfschützen eliminieren, würde ich sagen. Boah, der Tank, der ist so krass, ne? Haut den doch weg. Bam, weg damit. Oh, oh, aufpassen. Aufpassen, 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 aufpassen. Wo ist hier noch einer? Ah. Nein. Ah, egal, ich hab den noch gekillt, jawohl. Ah, da war die Ulti jetzt ein bisschen bad. Aber war eigentlich schon... Na, ja, das war jetzt ein bisschen doof von mir. Aber egal, wir haben die erste Runde. Bam, gewonnen. Jetzt kommt die Rückrunde. Und das war doch mal wieder eigentlich eine relativ gute Runde, wie ich finde. Highlight des Spiels. Richtig geil. So, dann kommt dann hier jetzt eine Ulti vom Gegner. Bam. Alles klar. So. Wen geben wir die denn dann? Dann geben wir um den Heiler. Der Heiler, Meiler. Aber der Tank, der war eigentlich auch ganz gut. Der ist gut reingegangen, fand ich. Ach, das war schon ein Match. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal Match verlassen. Und dann komme ich ein Level up. Ich guck mal eben. Nee, aber fast. Gut, dann verlasse ich das Match. Dann mache ich noch eine Lootbox auf. Gib mir eine Lootbox. So, und was bekommen wir Schönes?
Oh, das ist cool, das Spray. Das nehmen wir doch. Ausrüsten. Was? Für alle Helden? Okay, ausrüsten. Gib mir das doch. Wieso kann ich das nicht ausrüsten? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ein Spieler-Icon, so eine Frau. Das können wir ausrüsten. Ja, dann haben wir so eine komische Frau eben. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Ja, Déjà-vu können wir auch ausrüsten. Kann man den? Ja, den kann man sprayen. Aber wieso kann ich das denn nicht ausrüsten als Spray? Naja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, war es das für die erste Folge Overwatch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Kommentare, Kritik und so weiter würde ich gerne in die Kommentare sehen. Und ja, hat mich auf jeden Fall richtig gefreut. Ich freue mich auf die weiteren Parts. Haut rein, bleibt sauber und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.